Willkommen zum dritten Tutorial-Video zu Dragon Age Origins. Diesmal stellen wir das Journal vor, also den Bereich, der alle Informationen enthält, die zum Spiel notwendig sind. Am oberen Bildschirmrand kannst du die einzelnen Seiten des Journals über die entsprechenden Schalter aufrufen. Die erste Seite enthält den Charakterbogen. Hier siehst du Attribute, Immunitäten, Stufen, Herkunft, Angriffs- und Rüstungswerte sowie Stufenfortschritte der Charaktere. Über die Pfeile kannst du auf dieser sowie weiteren charakterspezifischen Seiten zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern umschalten. Auf der folgenden Seite siehst du alle bereits gelernten und erlernbaren Zauber oder Talente des gewählten Charakters und erhältst genaue Informationen über deren Auswirkungen. Per Drag and Drop können die erlernten Zauber oder Talente in die Schnellleiste gezogen werden, damit sie im Spiel per Tastendruck oder Mausklick ausgeführt werden können. Die nächste Seite zeigt dir die zur Verfügung stehenden Fähigkeiten an, die du auch in die Schnellleiste ziehen kannst, um im Spiel auf sie zugreifen zu können. Des Weiteren kannst du im Journal die aktuelle Ausrüstung deiner Charaktere und das Gruppeninventar verwalten. Dieses ist neben einer Gesamtübersicht in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Neben questbezogenen Gegenständen gibt es Zutaten zum Ausüben eines Handwerks, wie das Zubereiten von Tränken. Dann gibt es Gegenstände wie Edelsteine, Dokumente oder fertige Tränke, die unter anderem auch in die Schnellleiste gezogen werden können. Diese kannst du zur Erweiterung nach rechts vergrößern. Daneben gibt es Accessoires wie Ringe und Amulette, sowie eine Auflistung von Rüstungen und schließlich der Waffen. Ausrüstungsgegenstände kannst du auf den Charakter ziehen, die dann der entsprechenden Körperregion automatisch zugeordnet werden. Ich bin dran. Über den Waffenset-Schalter kannst du zudem eine alternative Bewaffnung festlegen. Im Tagebuch kannst du alle bisherigen Dialoge und den Kodex nachschlagen, der alle im Spiel aufgetretenen und relevanten Informationen enthält. Seien es kulturelle und geschichtliche Daten oder Informationen über Gegenstände und Kreaturen. Außerdem kannst du hier eine Liste von allen abgeschlossenen oder noch aktiven Quests einsehen. Letztere kannst du auswählen, um den Questmarker zu setzen, der dir auf der Karte anzeigt, wo der nächste auf diese Quest bezogene Ort liegt. Dieses Feature kannst du im Optionsmenü ausschalten, wenn du die Welt lieber komplett ohne Hilfe erkunden möchtest. Neben der schon im zweiten Tutorial gezeigten Taktikseite gibt es noch die Karte, die dir eine Übersicht über die von dir bereits erforschten Gebiete der aktuellen Region gibt. Damit sind wir am Ende dieses Tutorials angelangt. Bis zum nächsten Mal.